Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play Bio Mutant mit unserem kleinen knuffigen Simon und Gilbert ist auch wieder am Start. Der ist gerade über seine Schulter nach vorne gehüpft. Ja, genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist ja so, sage ich mal, die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir sollen ja jetzt einen Weg wählen und dann mit einem Stamm reden und beziehungsweise uns für einen Stamm entscheiden und sozusagen unseren eigenen Weg damit wählen. Einmal entweder mit den Yagni sprechen oder mit den Myriad. Und ja, wir können jetzt entweder jetzt hier hochlaufen, die Brücke, die Autobahn entlang oder hier einmal durch die Höhle wuseln. Und ich würde sagen, wir wählen uns natürlich den Weg, diesen Baum zu beschützen, die Weltenfresser zu zerstören. Und deswegen wählen wir jetzt den Weg hier durch die Höhle und gucken mal, was uns auf diesem Weg erwarten wird. Es ist ungewöhnlich, dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Okay, ich stecke fest. Vor allem, was denn das Kämpfen hier draußen auch angeht, ne? Also ich bin da nicht so der Profi drinnen mit diesen ganzen Tastenkombinationen etc. pp. Und ich muss mich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Unten im Bunker war das ja alles noch ein bisschen, ja, man hatte seine Räume gehabt, aber seine Gegner und sein ein bisschen auch den Platz dazu. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt hier überrascht wird auf einmal, was einen für Gegner erwarten. Ich würde ja schon. Schnurren. So kann wie ein Wildpompi. Komm mal her hier. Du kriegst erstmal hier die Attacke auf den Kopf. Warum macht uns Waffe so wenig Schaden hier? Wir halten auch schon ganz schön was. Oh, der hat Rüstung. Oha. Der, das ist schon mal was anderes. Hallo? Komm her. Ich könnte meine Psy-Attacke auch mal nutzen. Pangerang! Pangerang, genau. Wie dies. Ja, genau. Schön um den Baum herum getänzelt, dass man gar nichts sieht. Was habe ich drauf? So, jetzt noch einer. Auf ihn! Na? Hast du so gedacht? Voll in den Rücken getreten. Aha. Der guckt schon so böse. Na gut. Habe ich eigentlich Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. Gut. Schon ersten Kampf hinter mir und dann so, oh. Hallo, und ihr seid hier von unserem Stamm? Ich möchte euch gerne beitreten. Mal kurz nachladen. Man weiß ja nie, was einen hier erwartet. Da sieht man schon die ersten Wachtürme. Was ist das da hinten? Eine riesige Ruine? Stromleitung? Diesig ist es heute. Aber wir haben ja ein neues Mützchen, Schirmchen auf hier. Sehr knuffig siehst du aus. Und ich werde natürlich versuchen, so viel wie es nur geht, zu erkunden. Vor dem Stammeskrieg war das hier eine schöne Gegend. Und jetzt schau dich um. Ein Kriegsgebiet. Ja, auf jeden Fall hier mit gezogenen Bunkern, Sandsäcken, allen drum und dran. So viel es geht zu erkunden, also wirklich überall rumzulaufen, wenn das geht, auf Türme hochzugehen. Ja, vielleicht finden wir irgendwas Schönes an Ausrüstung, an Materialien, die wir eventuell später benötigen. Man weiß es ja nie, kann man hier hoch? Kann ich da hochhüpfen? So kommt man nach oben. Aha, einmal hochhüpfen. Wie knuffig er hoch und runter geht. Hep, 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 hep. Gucken, ob da oben auch was ist. Tatsache, eine Kiste. Huch. Knielange Hose. Seltenheit gewöhnlich. Qualität lausig 1. Stein gehüllt. Kriegt man mehr KI-Energie, ein bisschen Gesundheit dazu und Rüstung. Können wir eigentlich erstmal anziehen, würde ich sagen. Nicht wirklich im Trend, aber in Ordnung. Ja, ich meine, besser als gar kein Höschen anzuhaben hier. Von unserem flauschigen Simon. Wobei das bei ihm auch wahrscheinlich. Oh, vorsichtig, nicht runterfallen. Okay. Sein flauschigen Beinchen da. Ist aber jetzt gut geschützt, auch bei dem schlechten Wetter. So. Gucken wir mal hier rüber. Aber hier scheint mir nichts mehr zu sein. Ich will bloß nicht runterfallen. Ja gut, okay. Noch 261 Fußtapser entfernt. Bis zu unserem neuen Stamm. Okay, also kampftechnisch müssen wir noch ein bisschen eingrooven hier, auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall noch besser werden. Der kleine Eingang hier.
mit Lampen. Erinnert ein bisschen an Kraftopia. Die Lampen, die ich auch versucht habe, da aufzustellen. Gott, riesige Bäume. Der Mond. Das ist die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen. Dann wirst du es wissen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Kannst du hier nochmal abbiegen? So nach dem Grund, ach nee, ich gehe doch zu dem anderen Stamm. Okay, man kann wahrscheinlich mehrere Wege dann hierher gehen, okay. Ja, Gilbert hat recht, wir gehen auf jeden Fall zu diesem Stamm. Ich wollte mich nur umgucken. So. Aber wir können auch ein bisschen rennen, ne? So. Hepp, hepp, hepp. Dann haben wir hier noch einen Pipi-Punkt. So. Mal sehen. Haben wir den auch markiert? Myriad-Festung. Irgendwo müsste doch hier unten. Ja, genau. Der X-Platz. Wie heißt das hier? Hat keinen Namen. Okay. Eine andere Welt. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Escape. Okay, perfekt. Oh ja. Aber das passt alles hier so farblich, ne? Ein Trampelpfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Ja, wir haben unser Mützchen angezogen, wir haben eine Hose angezogen. Also alles gut. Eine riesige Ruine hier auf jeden Fall. Der Mond geht oder scheint langsam wieder unterzugehen. Da ist jemand. Guten Tag. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Jetzt können wir sagen, ich muss los oder ich brauche ein paar Minuten mit dem Sifu. Das nehmen wir natürlich. Du kannst durch, aber du solltest Geduld mit dem Sifu haben. Sibi? Lapfanen aginkan man. Geraten der Fall hutut muss. Du gai la wute. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Der Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Okay. Wer hat denn von uns erzählt? Heißt er Eisig Nyku? Okay, Eisig Nyku. Also okay. Jetzt können wir gerecht oder der große Wall. Bin immer der große Wall. Der Wall trennt ihr Land von der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Schüler oder meine Mamu? Wir machen mal meine Mamu. Deine Mamu hat Wung Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf sowie die sechs Waffen: den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wenn du an das Gute in allen glaubst, gibt es noch Hoffnung auf einen Morgen. Dann wirst du die Stämme vereinen und die Weltenfresser besiegen
um den Baum des Lebens zu retten. Also, guck mal, hier hinten haben wir, das wird wahrscheinlich ein Weltenfresser sein, der da hinten abgebildet ist. Und irgendwie ein Dörfchen oder irgendwas. Okay. Nein, eure Hoffnung ist unbegründet oder ich schließe mich dem Myriad an. Kommt man denn hier zum Myriad-Stamm und sagt im Endeffekt, ach nö, eure Hoffnung ist unbegründet? Das wäre ja voll gemein, oder? Ich schließe mich dem Myriad an. Okay, Standpunkt wählen, mit Myriad verbünden. Sie wollen die Stämme vereinen, die Weltenfresser besiegen und den Baum des Lebens retten. Warnung, dadurch wird die Rettung des Baumes des Lebens zum Endziel des Spiels. Besiegte gegnerische Sifu können nur vereint oder unterworfen werden. Okay. Er hatte gehofft, dass du dich ihnen anschließt. Es wird dir nicht schaden, anderen zu helfen. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Pfötchen drauf. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Okay, das ist der gegnerische Sifu. Vom Yagni-Stamm. Ihr habt beide ein sanftes Wesen, also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten, dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten, dem alten Dorf, einen Besuch abstatten. Okay, also eine riesengroße Karte hier im Hintergrund, wenn man das so sieht. Genau, Gilbert, leuchtet uns mal ein bisschen. Das ist ja das, was wir vorhin gesehen haben, wo der Weltenfresser da aus dem Boden bzw. aus dem Meer kommt, aus dem Wasser kommt. Und da hinten, wo er dann wahrscheinlich wütet und unsere ganzen flauschigen Kameraden sind am Kämpfen, am Verteidigen und da hinten brennen die Gebäude. Eieiei. Verlasse die Myriad-Festung. Können wir mit dir nochmal reden? Du hast noch einiges vor dir und musst aufbrechen. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich tun muss. Okay, also lebe wohl. Er hat ja alles gesagt jetzt. Heißt dich jederzeit willkommen. Vielen Dank, das freut uns. So, wir gucken noch ein bisschen rum. Was ist denn das hier? Ein Trainingsgelände. Kann ich hier runtergehen? Perfekt. Oh, wenn er da runterfällt, herzlichen Glückwunsch. Geht's aber tief runter. Das Gute ist, können sie halt nicht von der Seite wahrscheinlich angegriffen werden, wobei man weiß nicht, die Weltenfresser, ob die fliegen oder klettern können. Keine Ahnung, muss man gucken. Naja. So, gehen wir mal wieder hoch. Und dann gibt es irgendwelche Räume, die wir noch erkunden können. Hier geht es auch nochmal lang. Hier ein kleiner Pool. Für die Füße zum Waschen. So. Was haben wir hier noch? Hier ist noch einer. Oh, der ist schon tiefer. Was ist los? Och, erschreckt mich nicht so. Bin ich ganz nass geworden, ne? Wie er schwimmt. Aber Gilbert bleibt da. Man kann ein bisschen schwimmen üben vielleicht. Ich weiß nicht. Eieiei.
Das kostet aber auf jeden Fall Energie, ne? Wenn man da irgendwie planscht. So, ganz nass hier. Haben wir noch was zum Looten? Hat sich ja schon mal gelohnt. Langnackenjacke. Qualität lausig 1, Steingehüll 2. Kriegen wir mehr Rüstung, aber weniger KI-Energie und weniger Energie-Regeneration. Ist das richtig? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das würde dann weniger sein, ne? Ansonsten wäre das doch nicht rot. Ich nehme es erstmal einfach. Und mittleres Energiepaket. Wie kann man denn, da steige ich noch nicht so hinter. Wie war das dann nochmal mit Ausrüstung angucken? Tagebuchkarte, Stämme. Nochmal E drücken. Da mal die Stämme. Nee. Aber man konnte doch mit irgendeiner Taste auf sein. Ach hier, Ausrüstung. Rumpf. So. Ah, okay, haben wir einen Haufen KI-Energie und Regeneration drauf, aber nichts an Leben und da haben wir halt genau das Gegenteil. Alles klar, haben wir es doch richtig gedacht. Dann lassen wir das so. Wahrscheinlich kommt mit einer anderen Taste irgendwie. Irgendeine Taste war das, glaube ich, wo mal besser reingekommen ist. Muss ich nochmal schauen dann. So, haben wir das gelootet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht sich am Putzen, ne? Meint, du findest Noko im Ziegenstall, da, wo all die Ziegen sind. Ziegen, tschüss. Nebuyegafa. Heißt dich jederzeit willkommen. Du hast auch so ein tolles Mützchen auf, wie uns. Guck mal, was hier noch drin ist. Gehirnkraftstoff. was für niedliche Namen. Kann mit dir noch reden? Sagt, dein Kumpel ist ein kaputter Blecheimer. Ein Wunder, dass er noch funktioniert. Hey, das ist kein kaputter Blecheimer, das ist Gilbert. Ich will dich nicht länger aufhalten. Hofft, dich bald wiederzusehen. Okay. Also alle fleißig am Putzen, ne? Denkt die Myriad und die Lotus. Während dieser Tage ebenbürtige Gegner. Okay. Ihr seht euch später. Okay. Wenn er das sagt, er scheint es ja zu wissen. So, wo müssen wir jetzt eigentlich raus hier? Ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen verlaufen. da ist noch eine Kiste. Boah, ist ja, halt, das ist mal richtig. Fragt sich, ob du nicht siehst, wie sinnlos all deine Bemühungen sind. Nee. Verabschiedet sich von dir. Wow. Voll negativ eingestellt, würde ich ja sagen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Freut sich, dass du dir treu geblieben bist und anderen tatsächlich hilfst. Dankeschön, ich muss los. Ihr werdet euch wiedersehen. So, was haben wir hier? Eine Sonnenbrille, jawohl. Können wir die ausrüsten? Die können wir nicht ausrüsten, aber wir können sie aufnehmen. Vielleicht können wir die ja verkaufen. Man weiß es nicht. So. Ich dachte erst, dass dieses Fiepen, dieses Geräusch, muss ich jetzt ehrlich sagen, draußen ist. Und wollte mich schon dafür entschuldigen. Aber das ist im Spiel. Das ist wahrscheinlich irgendwie wie Grillenzirpsen oder so. Krass, hätte ich nicht gedacht. Guck mal, hier können wir aufmachen. Aha, ein Entdeckerhut. Ja, den nehmen wir nur mit. Der ist schlechter als unsere. Aber das lohnt sich also schon hier irgendwie. Gähnt, weil es für Schlafmützen noch zu früh ist. Ich will nicht länger aufhalten. Meint, über das Wichtigste habt ihr bereits geredet. Okay, wir haben uns eigentlich noch gar nicht unterhalten. Wer bist du denn? Hallo. Behauptet, dass du nirgendwo bessere Waren finden wirst. Kaufen und verkaufen. Sagt, du bist in guter Gesellschaft. Alle wollen ein gutes Geschäft abschließen.
So, was haben wir denn da? Händlerarten. Händler sind auf bestimmte Waren spezialisiert. Nahkampf- oder Fernkampfwaffenteile, Ausrüstungsteile, Kleidung oder Reittiere. Das Stöbern beim Händler ist eine gute Möglichkeit, bessere Teile für deine Ausrüstung zu finden. Fehlt dir ein bestimmtes Teil für eine Waffe, schadet es nie, beim Händler vorbeizuschauen. Beim Händler kannst du Gegenstände kaufen, wenn du ausreichend Grün besitzt. Ah, okay, so heißt die Währung. Die Währung in Form eines Blatts. Rechts vom Artikel steht der jeweilige Preis. Verkauf Gegenstände oder suche in bestimmten Büschen, um Grün zu erhalten. Gegenstände verkaufen. Du kannst Gegenstände beim Händler verkaufen. Geh dazu in den Verkaufenreiter im Menü. Mach dir darum aber noch nicht zu viele Gedanken. Du wirst bei deinen Entdeckungen Gegenstände und Grün finden. Ja, verschiedenes. Da können wir jetzt reingucken. Da könnten wir jetzt die Sonnenbrille für 89 verkaufen und das Klebeband. Ansonsten Verbrauchsgegenstände. Wie kann ich denn hier einfach? Da geht er gleich da rein. Ach so, okay. Alles klar. Da kann ich halt die einzelnen Kopfbedeckung, Rumpfbekleidung, Beinbekleidung, die kann ich anklicken. Kann man die dann vielleicht irgendwie, ich würde ich glaube ich lieber erstmal aufheben. Vielleicht kann man das ja irgendwie alles noch irgendwie zerlegen und dann irgendwie was da draus machen. Deswegen würde ich sagen, wir lassen das mal. Wir gucken mal eben, ob wir noch irgendwas kaufen können. Ach ja, okay, altmodische Hose für 8215 grün kaufen. Gut, da brauchen wir uns gar nicht weiter umgucken, würde ich sagen. Schulterpolster. Kopfbedeckung niedlich. Was sag ich? Ein Bärenmetallhelm. Ach, gibt's da niedliche Sachen. Was, Tanki? Radar-Taku. Ja. Was für niedliche Sachen. Ich bin schon am Stöbern. Ich komme hier gar nicht raus. Was ist bei dir? Wer bist du? Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche Dinge an. Ich möchte Handel treiben. Gucken, Sind bereit? Hoffe, was wir hier mit dir kaufen können. lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Das kann schon sein, so zum Anfang. Okay, Nahkampf, Basistypen und alle Nahkampfteile. Oh Gott, gibt es da viel. Ja, okay, alles klar. Also, ob es teilweise alles defekt annehmbar. Okay, da kann man dann Einzelteile kaufen. Wird das auf der Karte auch markiert, wenn wir jetzt hier drin sind? Wenn wir es irgendwie ranzoomen? Nee, näher können wir nicht ran, ne? Nee, okay. Gott, ist das hier riesig. Da haben wir noch einen Händler. Hier haben wir noch eine Truhe. Toilettenpapier. Ja, klar. Und ein kleines Gesundheitspaket. Gucken wir mal hier. Können wir mit dir noch reden? Was siehst du denn da? Sammeln von Informationen. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu geheimen Orten in der Nähe. Du kannst versuchen, Informationen zu erfragen, aber wahrscheinlich wirst du deine Hauptattribute einsetzen müssen, um sie ihnen zu entlocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Informationen hergeben, ist dann viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, verlierst du einen deiner Attributspunkte. Okay. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Warum erwähnst du das dann überhaupt? Das verstehe ich. Überzeugend, warum erwähnst du das denn überhaupt? Strahlt, wie glanzvoll es ist, jemanden wie dich zu haben, der Karma und Gene im Myriad-Spektrum teilt. Ich habe alles, was ich brauche. Heißt dich jederzeit willkommen. Ich würde das sehr gerne mal ausprobieren, aber ich habe dann Angst, einen Attributspunkt zu verlieren. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Überzeugen. Sagt, es gäbe keinen Grund, dir den Ort zu verraten. Spuck's aus, sonst. Oh Gott, kein was. Kein Risiko. Risikostärke minus eins. Sag's mir doch einfach, wir sind doch Freunde. Okay, kein Risiko. Aber die Erfolgschance ist sehr gering. Aber wenn ich jetzt schon Stärke verliere, oh, das ist mir ein bisschen zu riskant, ne? Nee. Kann ich wieder drauf. Ich spuck's aus, sonst ist es ja voll gemein. Verrat ist mir einfach verstanden. Ach, ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Hätte ich das gewusst. Scheiße. Dann würde ich aber leider jetzt neben
Spuck's aus sonst, weil ich habe dann kein Risiko. Ich verliere keinen Attributspunkt, tut mir leid. Sagt, es gäbe keinen Grund für Drohungen. Du hättest es früher oder später erfahren. Er ist nicht weit von hier. Okay. Tut mir leid. Sagt, der Baum des Lebens spiegelt den Zustand dieser Welt wider. Vielen Dank für die Information. Verabschiedet sich von dir. Tut mir leid, dass ich gedroht habe. Wie gesagt, das war nicht meine Absicht. Okay, hier haben wir dann einen Waffenladen. Hallo. Sieht auch lustig aus. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Eieiei, hier drin. Ah ja. Ganz viele Kisten. Schlachter. Verschrotten kann man das auch. Wir nehmen es mal alles mit und mittleres Energiepaket. Wir gucken jetzt einfach mal oben noch ein bisschen. Ich meine, ich habe zwar fast keine Ahnung, doch da unten müssen wir lang. Wo wir ansonsten noch lang müssten, aber ich glaube, wir haben auch bald alles entdeckt. Hallo, wer bist du denn? Strahlt froh, weil die Myriad mit jemand so leuchtendem wie dir befreundet sind. Du bist ja ein nettes Kerlchen. Dankeschön. Ich muss... Heißt dich jederzeit willkommen. Ich muss weg. So. Da angelt jemand? Da noch was zu angeln gibt? Denkt die Myriad und die Lotus wären dieser Tage ebenbürtige Gegner. Okay, ich will dich länger aufhalten. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Das ist, Dankeschön für den Tipp. So, hier geht's wahrscheinlich nicht raus. Da wird es vielleicht erst später lang gehen, so wie das aussieht. Nee, ich gehe mal lieber diesen Weg. Nicht, dass ich da jetzt irgendwo hinkomme und dann zum Abschluss hier noch irgendwie das Zeitliche segne. Hier könnte vielleicht noch was versteckt sein. Nö. Ja, sind vielleicht die Tierchen beheimatet? Oder waren sie mal? Bestimmt draußen waren gerade Fresschen. Auf den grünen Rasen. Saftiges Grün. So, da würde ich sagen, wir reden aber noch mit dem letzten Händler, wenn wir jetzt schon alle Händler durch haben. Hier sieht man es ja auch an der Seite, dass es irgendwie Ersatzteile sind. Bei ihm. Okay, Stoffe. Und da werden dann wahrscheinlich wirklich Waffen zu kaufen sein. Sag, du kannst während der Öffnungszeiten gerne herumstöbern. Ich mache mich auf den Weg, zeig mir, was du hast. Sagt, die besten Angebote weit und breit zu haben. Zeit, ungewollte Dinge gegen gewollte zu tauschen. Ungewollt gegen gewollte. Fernkampfbasistypen oder alle Fernkampfteile. Wie komme ich denn jetzt? Ich habe das ja noch nicht so raus mit der Steuerung. Verbrauchsgegenstände? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ja gerne kaufen. Okay, da kann man dann auch Einzelteile kaufen. Revolverino. Zap. Singularität. Eieiei. Was für ein Name. Na gut, dann gehen wir noch rüber Richtung großes Tor, Richtung Ausgang, sage ich mal. Und da würde ich sagen, machen wir... Die Tür öffnet sich automatisch. Dankeschön. Machen wir aber für heute hier einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und wenn euch der Part auf meinem Kanal gefällt und Simon und Gilbert euch viel Freude bereiten, so wie mir, dann lasst mir gerne ein Abo da. Verpasst keine Folge mehr von meinem Kanal. Und ja, über einen Kommentar, Feedback freue ich mich immer riesig. Daumen nach oben. Und ja, wünsche euch ansonsten einen schönen Tag, morgen, Abend. Je nachdem, wann das Video schaut. Und sag bis zum nächsten Mal. Haut rein.